Hallo Freunde, ich bin wieder allein unterwegs. Klar, den Urlaub ausnutzen und wie ihr auf den ersten Bildern erkannt habt, werde ich heute euch einen Schmankerl zeigen, nämlich die Günther-Hülle. Die ist relativ groß, relativ tief und die Gute ist versperrt. Man kann sich den Schlüssel auf der Gemeinde holen, was ich auch getan habe. Und dort gehen wir jetzt hin und die werde ich euch heute präsentieren. Okay, wer Interesse daran hat, an einem kühlen Ort, der kommt jetzt mit. Ja, es ist im Augenblick nicht gerade kühl, 33,7, wie man an meinen Schnaufen erkennen kann. Ja, Naturreservat um seiner Berge. Wir stehen jetzt hier, gehen auch an einem Steinbruch vorbei, müssen hier der Hülle. Zum Glück geht etwas der Wind. Hier oben kann man auch noch eine kleine Hülle erkennen. Ja, die ist aber nicht tief. Ja. Okay, gehen wir weiter. Oben ist der Eingang. So, hier noch eine kleine Felsformation. Und dann sind wir bei der Höhle angelangt. Ja, die Temperaturen steigen. Sind unerträgliche wieder. Ab und zu ein nettes Lüftchen. So, das sieht ja schon mal freundlicher aus und der Eingang befindet sich dort oben. Da müssen wir hin. So, hier noch eine Besonderheit, ein Nashorn aus Österreich. Ja, das wurde hier gefunden, 1900, inmitten von Lehm- und Gesteinstrümmern. Ja, und das ist jetzt ausgestellt im Naturhistorischen Museum in Wien. Ja, wer hat schon in einer Ortschaft mit 600 Einwohnern ein eigenes Nashorn gehabt? So. Aber nun wird spannend. So. Besonders geschützte Hülle. Naturdenkmal Günther-Hülle. Wir haben hier dann den Eingang und werden uns hier entlang innen. Rote Halle. Hier hinten entlang. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Und werden dann
entweder retour zur Eingangshalle. Wir können auch in die Knochenspalte hineinschauen, was ich auch tun werde. Sie ist 206 Meter lang und an der höchsten Stelle 21 Meter. Ja, wie man sich vorstellen kann, haben sich im Krieg hier natürlich die Einheimischen versteckt und wurden zum Glück auch nie entdeckt. Sonst wäre vielleicht Hunsheim schon ausradiert. Aber okay, die Zeiten sind vorbei. Und wir wollen es mal angehen, in die Höhe. Gut Keuch. So Freunde, ich hatte den weiteren Aufstieg die Kamera abgeschalten, sicherheitshalber, sonst würdet ihr sowieso nichts hören, außer mein Keuchen. Aber dafür sind wir jetzt belohnt und sind beim Eingang. Wir sind da. So, suche ich mal das Schloss und sperre mal auf. So, Sesam, öffne dich. Ja. So, jetzt hole ich mal schnell die Lampe raus. So Freunde, jetzt geht's los. Ich habe hier eine Stirnlampe mit, auf alle Fälle. Ich habe hier noch meine Phoenix DK15, die 330 Lumen hat und alles mit vollen Batterien. Und meine Sky King mit drei Reflektoren oder drei Brennerkammern mit LED bestückt. Die habt ihr schon mal gesehen. Die gibt mal 200 Watt und 2000 Lumen. Sorry. So. Ich habe noch ca. 30 Meter Seil mit. Da es eine Stelle gibt, wo wir aufsteigen, da kommt man zwar leichter rauf, aber beim Runter ist es etwas rutschig. Da werden wir das Seil benutzen, zumindest ich, dass ich mir leichter tue beim Abwandern. Okay, jetzt gehen wir mal los. Schauen wir uns mal an, wo wir einsteigen. Muss ich mal ein bisschen was zeigen hier. Hier oben sind zwei Einstiege. Die sind aber zugemacht. Die Höhle. Hat hier einen kleinen Schlurf. Immer wieder Nischen. Das war die alte Türe. Wir werden auch wahrscheinlich noch von damals ein bisschen was finden an Elektrizität, was vorhanden war. Also reduzieren.
Ja, und hier geht es rauf. Man kann hier noch erkennen, der Kopflampe geht es besser. Eine Fassung. Und da geht es jetzt hoch. Gut, bei dem Hochklettern werde ich jetzt sicherheitshalber abschalten, weil es hier rutschig ist. Ich melde mich dann oben noch einmal. Bis gleich. So, Dalle, ich habe noch meine Frau sicherheitshalber angerufen. Es ist jetzt 12 Uhr und wenn ich mich bis 13:30 nicht melde, dann steht die Feuerwehr hier bei der Höhle und sucht mich. Okay, ich steige jetzt auf und nach oben und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Ja, ist hierher, wäre ich schon mal gekommen. Dort kann man wieder eine Fassung erkennen. Ja, hat hier schon mal weiter. So, ich bin mal hier oben. Augenblick noch. Die haben wir auch da. Hier wieder eine Fassung. Die ihr sehen könnt, wie hoch es hier ist. Da geht es nun weiter auch. Da schauen wir natürlich auch noch rein. Und da müssen wir auch noch einen Blick werfen. Augenblick. Wieder runter. So, und jetzt geht's dann. Na, schauen wir mal die Leiter hoch. Na, ja, die schaut stabil aus. Dann halt ich mal hoch. Ich jetzt einmal schön aufkommen und dann geht's weiter. So, jetzt
voll normal die Geißel. Jetzt wieder runter. Hier ist noch eine gewaltige Höhe. So, alles sehr glitschig hier. Und jetzt geht's da wieder runter. Schauen wir mal, wie es dort aussieht. Oder auch nicht. Oder wir gehen hier gleich runter. Ich gehe gleich hier runter. So, ich hoffe, die Leiter hält, was sie verspricht. Abwärts geht's. Noch hält sie. Wir sind am Weg. Ja, wunderschön. Dort kann man auch wieder ein Licht erkennen, eine Fassung. Wir sind gleich unten. Hier ist es relativ feucht, aber angenehm. Und da oben sind wir gekommen. Es geht noch ein Stück weiter. So, hier haben wir sogar Wasser. Hier ist es wirklich sehr, sehr feucht. Es geht um riesig weiter. Hier ist es nicht aus, da geht's weiter. Also, durch mit uns. Auch wenn hier Wasser steht. Schließlich habe ich euch was Besonderes versprochen. So, ich glaube, dort vorne ist dann aus. Schauen wir mal. Wahnsinn, der nächste Raum. Gigantisch. So.
So, und da dürfte jetzt aus sein. Das schaue ich mir noch an. Scheiße, der Durchgang ist zu klein für mich. Aber das dürfte das letzte sein. Doch noch nicht. Ah. Oh, sorry. Hier geht mein Körper nicht mehr durch. Okay. Hey du. Ja, diese Öffnung war noch kein Problem. Diese leider schon. Da müsste man abgraben. Schauen wir mal, wie spät. Halbe Stunde haben wir verblasen. So. Auf ein Stück Retour. So, Freunde. Gemeistert. Ja. Ging nicht ohne ein bisschen dreckig werden. Ja. Das ist mein Hauch. Aber angenehm. Okay. Ich werde hier versuchen, diese rutschige Passage wieder durchzukommen. Ja, da würde mich die Kamera jetzt ein bisschen stören, wenn die mitläuft. Die stecke ich jetzt kurz weg. Ich melde mich gleich da oben wieder. Bis gleich. So, Jungs. Mädchen, ich bin wieder da. Am Ende der Treppe. So, da ist noch ein Change. Die eine kleine aus und da lang. So, Seil ist ausgelegt und da werde ich jetzt langsam hinunterklettern. Das ist auch mein Sicherungsseil. So, und jetzt haben wir das Seil wieder durch.
So. So, Freunde. Wir sind wieder da. Herunter angekommen. Schwitz. Dreckig wie ein Schwein. Aber egal. Es gehört dazu. So. So, ja, jetzt sind wir noch hier. Gut, das ist so cheap. Aber da geht's nicht weiter. Das ist aus. So, es ist jetzt 1 Uhr, eine Stunde unterwegs. Ich rufe jetzt einmal meine Frau an, dass sie sich keine Sorgen macht. Und dann werde ich noch ein Käffchen trinken. Den habe ich mir hier verdient. Okay, bis gleich. So, während mein Kaffeewasser kocht, gehe ich hier noch einmal kurz mit euch durch herum. Thank you.
So, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Einblick in unsere Günterhöhle geben. Das ist schon was Besonderes auf alle Fälle. Man bekommt den Schlüssel auch zwischen Oktober und Ende März sowieso nicht. Hier ist alles voller Fledermäuse. Da wird auch der Schlüssel nicht hergegeben. Zum Schutz der Tiere, ist klar. Und ja, Käffchen noch trinken, dann auf den Heimweg machen. Ich werde noch schnell aufs Thermometer sehen, was für Temperaturen hier herrschen. Dafür gehe ich ein Stückchen weiter vor. Hier kann man jetzt mal schön sehen, wie der kleine Drang hier Stoff gibt. Ja, Käffchen ist fertig. So bleibst du. Herrlich. Bleib so. Hier hat es 22 Grad. Vorne hatten wir 19. Hier steigt es schön langsam an. Es wird wärmer. So, Freunde, ist da alles offen. Wir gehen hinaus. Versperren wieder. Und dann geht's ins Warme. So. Letzter Blick. Hier noch der alte Masten, Strommasten. Ja, alles hat ein Ende, auch die Wurst hat zwei. Und so geht es nun wieder heimwärts. Aber ich denke, ich konnte ein paar interessante Eindrücke hinterlassen. So, ich schalte jetzt wieder ab, betreffend meines Keuchens hinunter, und melde mich unten wieder. Richtung heimwärts auf eine kühle Erfrischung. Hoffentlich kommt mir keiner entgegen. Egal. So, Freunde, das Stück des Weges kennt ihr sowieso. Sind wir auch gekommen und werden mich gleich hier an dieser Stelle mit einem schönen Abschlussbild noch verabschieden. Und wie heißt es so schön? Copyright beim Sepp. Geht's. Aussie!